Gibt's hier nicht irgendwo noch Energie? Ein bisschen. Es gibt keinen Pilz, verdammt. Na gut, dann werden wir hier eben nochmal sterben. Weil das mega tricksy ist. Weil Trixie einfach tricksy ist. So. Verdammt, Alter. Da hinten ist halt der Scheiß-Checkpoint. Da hinten ist dieser Scheiß-Checkpoint. Jo, Servusler zum weiteren Part. Paper Mario 3D Land. Wir machen weiter auf der dunklen Seite des Mondes. Mehr oder weniger dunkle Seite. Schauen wir mal. Warum ist meine Buttonbelegung anders? Na gut, muss ich mich dran gewöhnen. Hä, was hat mich jetzt getroffen hier? Was? Ach, der schießt hier? Verdammt, die ballern. Die ballern hier. Hatte ich jetzt nicht im Visier. Und dann der ominöse Moonjump. Gibt mir hier noch den Rest. So, jetzt mal den Alien Octorok bashen. Und gucken, es fehlt hier noch der eine oder andere grüne Stern. So, das Kuchertl hätten wir gern. Dankeschön. Oh oh, Zuckeroonies. Ja, ich werde das Gefühl nicht los. Wir brauchen hier den Maulwurfanzug, um an den grünen Stern zu kommen, wo er immer er ist. Wo auch immer er sein mag. Oh, da oben ist er. Da oben ist er. Aber ich komme nicht rauf. Ich komme nicht nuff, oder? Geh mal her, UFO. Dankeschön. Es ist der Erste. Heili, geili. Verdammt. Und schon ist mein Monty weg. Hoffentlich brauche ich den nicht. Den zweiten hat man doch schon mal gefunden irgendwo. Dann fehlt nur noch der dritte. So, Octorok. Ich mag sie nicht. Hier ein bisschen umgucken. Ich muss mich mehr umgucken hier. Ja, da hinten ist der zweite. Wir nähern uns hier quasi dem Game-Ende. Es hat nicht mehr allzu viele Level. Und er zieht die Schoße natürlich an. Wie das halt so ist. In dem Mario Jump'n'Run. Verdammt. Verdammt. Schon bin ich down. Ich wurde verhauen. So, Feuerblume. Ach Mann. Trifft mir auch jedes Mal der Kunde hier. So, wo war jetzt das nochmal? Hier war es nicht. Da unten gibt es einen Kuchen. Verdammt. Hat mir halt auch nichts gebracht, jetzt der Kuchen, außer Schaden. Außer Schaden, außer Späßen nichts gewesen. Man sieht halt, genau, man sieht halt nicht gleich, wo was ist. Und man landet gerne mal in so einem verkorksten Schuss. So. Uno. Die Uno und die Nado. Ist das aufpassen? Ich habe nicht mehr allzu viel Energie, sonst geht's mal so wie gerade. Und das will ich nicht. Gibt's hier nicht irgendwo noch Energie? Ein bisschen. Es gibt keinen Pilz, verdammt. Na gut, dann werden wir hier eben nochmal sterben. Weil das mega tricksy ist. Weil Trixie einfach tricksy ist. So. Verdammt, Alter. Da hinten ist halt der Scheiß-Checkpoint. Da hinten ist dieser Scheiß-Checkpoint. Oh, ich wurde nicht getroffen. Ich wurde nicht getroffen. Ich kam ohne Schaden hier durch. Hammer. Ich scheiße auf den Kuchen. Oh, verdammt. Hat er mir meine Feuerblume genommen? Gut, nehmen wir den Monty Mole-Anzug. Aber ich müsste da rein theoretisch einfach durchkriechen können, ohne dass mir was passiert. Ja, es geht. So. Es funktioniert. Der ballert zwar trotzdem. Also er sieht mich trotzdem. Oh verdammt. Ist das Trixie gemacht. Er sieht mich trotzdem. Er nimmt mich trotzdem wahr. Obwohl ich nicht zu sehen bin. Ungeil. So. Geh weg. Geh weg mit deinem rosa Schuss.
ist wahrscheinlich die Jellybean des Todes. Nein, wo rennt er jetzt hin? Jetzt ist er einfach weitergelaufen. Das war wieder geil. Ja, er läuft einfach nach links. Das hatte ich schon mal. Jetzt tut das nicht. Okay, dann spiele ich eben im Steuerkreuz und nicht mit dem Analogstick. Vielleicht ist es ja besser. Vielleicht mag das Spiel den Analogstick nicht. Verdammt daneben. Ich hatte es so nicht im Blick. Oh oh, Zaccaronis. Ich sehe nichts. Ach Mann. Ja, ich habe hier echt Schwierigkeiten mit der Optik in dem Game. Aber es sei darauf hingewiesen, dass es nicht nur mir so geht, sondern auch anderen Zockern, anderen Let's Playern. Einfach mal nach Paper Mario gucken auf YouTube. Verdammt, ich will da rauf jetzt da, Mann. Diese scheiß Paper Optik. Es sieht geil aus, aber ist wahnsinnig tricksy zu steuern, zu koordinieren. Die wird schon wieder getroffen, warum auch immer. Eindeutig in meinen Augen kein Treffer gewesen. Spiel sieht's anders. Die Hitbox des Todes. So. Daher und darüber, darüber. Geht es, geht es, geht es? Ja, es geht. Check the point aktivieren. So, jetzt könnt ihr mich mal. Warum wurde ich jetzt schon wieder getroffen? Von was? Ach, ich wurde wieder abgeballert. Ich wurde von irgendwas abgeballert. Heili geili. Hier trifft mich echt alles. Feuerblume. Hier trifft mich echt alles. Kann ich den eigentlich abballern? Nee, ne? Das kann nur der. Nur der kann mich abballern. Ich kann ihn natürlich nicht abballern. So, jetzt müssen wir den dritten Grünstern suchen. Der war, glaube ich, da hinten irgendwo. Verdammt nochmal! Der war da hinten in irgendeiner Nische. Oh, Energie! Energie! Schadet nie, der war da hinten irgendwo. Und dann dürften wir alle haben. Genau, einmal ums Eck. Und nicht geschafft, war klar. War klar, dass das nicht geschafft war. Okay, Game over, heili geili. Jo, der Moonchamp macht das Level wahnsinnig tricksy. Der Moonchamp ist krass. Mit dieser Optik hier, weil alles so langsam und verzögert ist. So. Wir rennen durch. Machen uns vom Acker hier. Oh, verdammt, sind so langsam und werden getroffen. Alles wie gehabt. Na gut. Ich nehm's ja an. Mir bleibt ja nichts anderes übrig. Mir bleibt nichts anderes übrig, als die Chance zu akzeptieren. So. Verdammt. Verdammt, verdammt. 10 HP. 10 HP. Ob ich das schaffe hier? Check the point. Geschafft. Geschafft. Zwar nicht mehr viel HP, aber wir haben es geschafft. Feuerblume. Jetzt muss ich aufpassen. Ich werde schon wieder beschossen hier. Ich sehe nichts. Man sieht nichts. Das ist alles. So ein Arschloch. Alter Schwede. Aber geschafft ohne Gegentreffer. Hammer. Dafür kriege ich jetzt gleich woanders wieder die Fresse voll. Meine Plattform haut ab. Das ist aber mega-mäßig ungeil. Ich muss auf meine Plattform. Jawohl. Geh bloß weg, Alter. Nein, jetzt spring halt, Mario. Verdammt nochmal. Springt nicht. Er wollte nicht. Er wollte nicht. Naja, mit der Steuerung Probleme, mit der Optik Probleme und dann wird so ein eigentlich relativ leichtes Spiel ja doch ziemlich schwer. Also es ist vom Levelaufbau her und so weiter, netter hat er es die Titel. Gut, bis auf ein paar Grünsterne, die ein bisschen krass versteckt waren. Aber auch das sind wir gewohnt aus regulären Mario Games. So, jetzt bin ich gespannt, ob ich jetzt darüber komme. Da, wo ich hin will. So. So, und jetzt einmal. Jawohl. Mit Renntaste funktioniert's, aber hier ist.
Doch, da drüben ist die Starcoin, oder? Starcoin, verdammt. Nicht die Starcoin, der grüne Stern. Alter, leck mich doch. Dieses Level möchte nicht bezwungen werden. Dieses Level sagt nein. So, ne. Dieses Level pisst mir ans Bein. Aber da hatte ich beim ersten Mal schon so Probleme. Wobei ich sagen muss, ich habe mir das alte Let's Play immer wieder mal phasenweise angesehen. Und bereits in diesem Level hatte ich massive Lags. Und es lief alles um einiges langsamer, als es jetzt der Fall ist. Passt schon so. Es läuft flüssig, es läuft gut. Komme ich nicht da irgendwie da rauf? Muss ich da so außenrum springen? Ich finde es kurios. Ja, es geht zwar, aber es ist trotzdem kurios. Mann, ich komme nicht oben lang. Ich muss jetzt hier ebenfalls außenrum springen. Und ich mag das nicht. Das ist so komisch. Aber dieses Mal haben wir es. Jetzt muss ich auch noch zurück. Und schaff's natürlich nicht. Alter Schwede. Da hinzukommen, wo ich hin will, ist mega bös. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das hier sogar das vorletzte Level. Danach kommt noch das Bowser Castle. Und dann war's das. Im Bowser Castle. Verdammt! Im Bowser Castle finde ich auch ganz witzig, dass ich mal Let's Play quasi im letzten Level abgebrochen hatte. Das letzte Mal. Das hätte ich vielleicht doch durchziehen sollen. So. Gerade so geschafft, ey. Gerade so geschafft. Das ist so mega böse, Alter. Wir haben es. Jetzt muss ich nur noch ans Ziel kommen, unbeschadet. Nur noch ans Ziel unbeschadet. Kommt, Zaccaronis, kommt raus. Ich sehe halt null, ne? Spring auf Glück. Wie will man das hier anders deichseln? Ich weiß es nicht. Wo ist der Level? Ach du Scheiße. Ein Block Kacke im 3D-Bereich. Oh, Zaccaronis. Genau rein. Aber mir blieb nichts anderes übrig. Sehen tue ich ja nichts. Hallo? Wo geht's jetzt da lang? Darüber. Alter, Moonjump, Moonjump des Todes. Na, pff. Nein. Die machen mir jetzt egal aus, oder? Die Scheiße. Nein. Da hinten ist das Ziel gewesen. Mond. Der Mond ist aufgegangen. Hey, was ist da drüben? Da drüben ist was. Wie komme ich da hin? Ausprobieren. Komme ich da hin? Ja, es geht. Ein Ab. Aber mehr nicht. Wandsprung kann ich leider nicht machen. Jetzt kann ich wieder schauen, wie ich zurückkomme. Jetzt kann ich ja blind zurückspringen. Ja, würde er springen, ne? Würde er springen, hätte es vielleicht geklappt. So. Danke. Feuerblume ist schon wieder flöten. Wir können uns das abholen. Spare ich mir aber, weil ich sowieso nicht zurückkomme. Jetzt trifft der mich schon wieder. Es sieht nicht so aus, als würde das Teil mich treffen. Trotzdem zieht's aber ab. Und weil ich es überhaupt nicht im Blick habe, dass ich jetzt getroffen werde, darum weiche ich auch nicht aus. Da werde ich mir auch nie dran gewöhnen. Ich glaube, bis ich das Ganze hier beherrsche, ist das Let's Play schon vorbei. So, dieses Mal hat er mich nicht getroffen, warum auch immer. Dieses Mal sah es so aus, als würde er mich treffen, aber nein. So. Mein letzter Todessprung. Geschafft. Und nochmal den Todessprung. Geschafft. Hammer. Hammer. Und jetzt nichts wie raus hier. Was ist da hinten? Kann ich da gucken, ohne dass ich beschossen werde? Ah, der reguläre Weg. Das hier ist kurios. Das verstehe ich nicht ganz, wenn ich da jetzt springe. Nein, es klappt. Die muss schnell genug sein. Dann geht es ohne Schaden. Arsch. Arschorock. Dreckiger kleiner Arschorock. So, und die ballern hier schon wieder. Stimmt's? Ich sag's doch. Und die Kamera, die dreht sich halt auch. Einfach so von selbst. Boah. Wir sind hier echt im Hardcore-mäßig bösen Abschnitt, Leute. Also das krasseste Level bis jetzt im ganzen Game.
Und die Kamera dreht sich halt selbstständig, ohne dass ich irgendwas mache. Und es verwirrt mich. Nein, das war scheiße, Alter. Was tue ich? Was tue ich? Oh Mann. Macht mich das fix. Macht mich das fix. Dieses Level. Aber wir beißen uns durch, Leute. Wir beißen uns durch. Bleibt dran. Es kann sich nur noch um hunderte von Parts handeln. Bis der Doschen da durch ist. Aber ich muss ehrlich sagen, ein reguläres 3D Mario lässt sich um einiges einfacher steuern. Und man sieht auch, wenn man getroffen wird. Die Hitbox ist einfach besser. Wie gesagt, es ist ein Fangame. Da möchte ich nicht allzu viel meckern. Weil es an sich eine geile Leistung ist, sowas zu erstellen. Und der Stern ist halt echt böse. Aber es klappt. Mit jedem Mal wird es besser. Mit jedem Mal wird es einfacher. Mit jedem Mal wächst der Skill vom Doschen. Oh oh, rein in die Zuckerronis. Oh oh, und der grüne Blob. Der grüne Blob. Das rosa Jellybean. Aussetzer im Hirn. Der grüne Blob. So, schon dreht die Kamera automatisch und ich muss gucken. Und irgendwas hat mich jetzt abgeschossen. Schaffe ich dieses Level in diesem Part? Ich hoffe doch. Ich hoffe doch. Ja, ich hoffe es wirklich. Wäre schon eine geile Sache. So. Einmal im Kreis. Ein gutes hat's ja. Wenn sich jetzt hier die letzten Level so ziehen, würde das Let's Play ein bisschen länger. Sonst wäre es ja schon vorbei. Es wäre ja rein theoretisch mit diesem oder spätestens mit dem nächsten Part zu Ende. Na, aber nicht so. Nicht so. Wenn ich so spiele, dann natürlich nicht. Felder wie ein nasser Sack zu Boden. Moonchumps. Moonchumps, unsaubere Hitboxen und eine Steuerung für Behinderte. Der hat mich hier schon wieder angeballert. Nicht getroffen, aber er hat's versucht. So. Kameraführung. Alles für den Arsch. Jawohl. Geschafft. Geschafft, geschafft. So, Zuckerronis. Zack. Rüber. 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 Oh, verdammt. Wurde getroffen. Ich wurde getroffen von den Zuckerronis. So, und jetzt das hier. Ich hasse es. Sobald ich darüber springe, dreht sich die Kamera. Ich hasse es. Man muss gucken. Man muss gucken. Mega bös gucken. So, und jetzt kommt hier mein Lieblingsabschnitt. Er kommt. Mein Lieblingsabschnitt. Verdammt, getroffen worden. Getroffen worden. Wir haben es. Heili. Geili. Course clear, Leute. Course clear. So. Nein, das ist noch gar nicht das letzte Level. Da kommt noch eins. Also 4-4 ist das letzte Level. Wir haben jetzt noch 4-3 und 4-4 vor uns. Na gut, schauen wir uns 4-3 an. Oder habe ich in dem Level hier mein Let's Play damals abgebrochen? Ich habe mir schon eingebildet, ich wäre im Bowser. Ah, stimmt, ich habe ja jetzt keinen Moonchamp mehr. Ich muss jetzt hier wieder anders spielen. Das ist schon eine krasse Umstellung. Monty. So. Spring, Monty, 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 Zuckerronis, alles böse. Okay, oh, ich erinnere mich an dieses Level. Das war so, so labyrinthartig und so weiter.
Alter Schwede. Monty. Komm, besch dem Monty. Arschloch Monty. Hat er mich gekillt. Das hier war auch ein mega böses Level. Das war labyrinthartig und man musste gucken. Man musste auch viel Backtracking machen in dem Level. So, ich muss mehr mit meiner Feuerblume agieren. Ich darf sie mir nicht nehmen lassen. So, dann ist es mit den Montys einfacher. Geht es diagonal? Ja, es geht. Hammer. So, jetzt hier. Rein in die Elektrokasper. Rein in die Elektrokasper. Monty, verpiss dich. Alter, wohin jetzt? Oh, Monty, der nervt mich. Wohin jetzt? Da oben lang oder da unten lang? Und ich sag's ja, labyrinthartige Struktur. Ah, wir brauchen einen Monty-Anzug, um da überhaupt reinzukommen. Den gibt's bestimmt hier in diesen Blöcken. Sag ich doch, da ist er. Da ist er. Bloß nicht nehmen lassen. So, jetzt kriegen wir hier den ersten grünen Stern. Ist er der Hammer? So, und schon sehe ich nichts mehr. Oh, Glück gehabt. Glück gehabt, Glück gehabt. Hör, warum, Alter? Ich bin noch drüber gesprungen. Oh, Menno. Das darf doch nicht wahr sein, Alter. Ich bin noch drüber gesprungen. Paper Mario aus der Hölle ist das hier. Aber der Monty kommt hier nicht raus aus diesem viereckigen Bereich. Das ist interessant. Den haben sie da eingesperrt. So. Gebasht. Kleiner Scheiße. Gebasht. Gebasht, geowned. Verdammt, und ich auch. Natürlich. Natürlich, ich auch. So. Jetzt will ich den Monty haben. Geh weg. Will den Grünstern haben. Und dann schauen wir mal weiter. Dann schauen wir weiter. Da kommt ja schon wieder unser Monty. Und schon wieder angeschissen. Da geht's runter. Alter! Das dachte ich schon, ich hätte hier Monty gebraucht. Mann. Schockt mich doch nicht so, Leute. Schockt mich doch nicht so, Entwickler. Okay. Hier geht's nicht weiter. Ich muss mir jetzt echt den Weg suchen, oder wie sehe ich das? Oh, ist das hier übel böse? Alter Schwede. Wo muss ich überhaupt hin? Alter Schwede. Also es ist nicht möglich, zwischen den Elektrokaspern durchzulaufen. Da ist die Hitbox so groß, dass man auf jeden Fall getroffen wird. Interessant. Jetzt habe ich schon zwei Treffer kassiert durch einen Bumerang-Kasper. Monty, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Monty. Weißt du, was bringt mich um? Mach mich Game Over. Und dann beenden wir den Part. Ich glaube, dieses Level, da brauche ich ein bisschen mehr Zeit. Ich glaube, für dieses Level brauche ich den ganzen Part. Und fürs nächste Level brauche ich ebenfalls den ganzen Part. Minimum. Ja, wo sind wir jetzt eigentlich? Part Nummer 10 oder so? Schließen wir dieses Projekt eben mit 12 Parts ab. Mir taucht's. Okay, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen nach oben tut nicht weh. Abonnieren nicht vergessen und Netbogger aktivieren. Und ich sag Servusle, bis zum nächsten Mal. Euer Dosten.